Lassen Sie mich eins klarstellen. Was die Waffe betrifft, teile ich Ihren Optimismus nicht. Das war das erste Mal, dass mir jemand Optimismus vorwirft. Tja, aber Sie wissen, dass auch Ihre Frau gegen eine Reaktivierung des Hammers war. Ich hätte erwartet, dass Sie Anyas Wünsche respektieren. Ich tue mal so, als hätten Sie das nicht gesagt, um unser beider Willen. Anya hätte gewollt, dass der Hammer... Sie haben kein Recht, über sie zu sprechen. Wenn Sie meinen, ich will keinen Streit. Sie und Ihr verdammtes Fruchtbarkeitsprogramm. Sie verdanken diesem Programm Ihren Sohn, so wie ich. Ich ehre Anya, ich vergöttere sie. Sie können mir ruhig glauben. In der Frühphase meines Programms kam sie zu mir freiwillig, und zwar beide Male. Dass die Ministerpräsidentin sich der Behandlung unterzog. Wissen Sie, wie viele Kinder ihr Leben verdanken? Sie sollte hier begraben sein, bei den Allvätern. Das Volk braucht sie als Inspiration. Ihre Inspiration war meine Frau. Ministerpräsidentin, Lieutenant Phoenix und sein Trupp. Sollen reinkommen. Ah, Lieutenant. Wie ich höre, war Ihre Mission ein Erfolg. Ministerpräsidentin, ich kann das erklären. Nur zu. Erklären Sie, wann Damon Baird mich ersetzt hat. Erklären Sie, warum der Start eines Hammer-Satelliten nicht meine explizite Genehmigung benötigt. Eine Front, hä? Lieutenant, der Hammer hat uns mehr Leben gekostet als die meisten Armeen, die wir bekämpften. Ihr Vater weiß das so gut wie jeder andere. Ich misstraue nicht den Waffen, Ministerpräsidentin, sondern den Leuten, die sie einsetzen. Der Hammer der Morgenröte wird nicht wieder aktiviert werden. Ah, das wird der Bericht zur Evakuierung von Siedlung 2 sein. Siedlung 2 wird evakuiert? Warum? Aktivität in der örtlichen Grabstätte. Chief Carmine, Bericht. Bitte, ganz langsam. Schicken Sie die 4. Division. Wir übernehmen das Kommando dort. Gehen Sie. Los! James, wir nähern uns. Wo sollen Kate und ich hin? Zum Haupttor. Da soll nichts mehr reinkommen. Mir ist schon klar, dass ich hier das Kommando habe, hä? Und wir werden Carmine im Stadtzentrum unterstützen. Dass wir wieder hier sind. Wir haben unsere Pflicht getan. Find dich einfach damit ab. Abfinden, also? Jungs, jetzt nicht. Cole, wirf einen Blick nach draußen. Oh, shit! Gut festhalten! Hier, los, los! Jill, lauf! Bewegt euch nach! Hey meine Leute und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen Gears of War 5 und kämpfen gerade hier schon ein bisschen. Ich habe dummerweise schon seit so ein bisschen angefangen. JD, Cole! Noch alles dran? Alles dran? Ich habe einen verdammten Raven auf den Rücken. Wer ist noch dran?
Haltet durch! Wir beeilen uns ja schon! Darauf hab ich keinen Bock! Na? Schnell! Wir müssen da runter! Wir werden in Stücke gerissen, Mann! Ich weiß, ich weiß! Das war der letzte. Danke. Und jetzt holt uns hier raus. Fass, hol Kohl! Danke. Tja, schöne Scheiße. Bert, unser Raven ist abgestürzt. Stellst du uns so kaum einen durch? Geht leider nicht. Sein Funkgerät ist aus. Ist er okay? Ich sehe ihn beim zentralen Hub. Er wehrt sich, aber der Schwarm ist überall. Beeilt euch, wenn's geht. Sind unterwegs. Los, Delta, verschwinden wir. Okay, mal gucken, was uns so erwartet. Wir schauen uns mal ein bisschen um, ob wir irgendwas finden, was wir so brauchen. Zum Beispiel da die Zeitung, also die brauchen wir nicht, aber... Man kann sie ja mal einsammeln. Das brauchen wir schon viel mehr. Müssen wir kurz gucken, wir haben... Achso, erst zwei. Oh, Munition. Ach so. Das Zentrum ist weiter, als ich gehofft hatte. Dann sollten wir lieber los, Delta. Okay, hier lang. Und zack, eintreten. Ach komm, wir sind es ja. Wahnsinn. Swarmack auf unserer Position. Ich setze Divis gegen ihn ein. Geht ihr zu Carmine. Roger, sobald wir hier fertig sind. Die Drohnen haben sich verschanzt. Max, blende sie. Tot? Hab sie! Jetzt. Alles sauber. An alle Evakuierungsfahrzeuge, fahrt ins Zentrum. Haltet nicht an! Lizzie, hier Delta, in der Siedlung ist ein Swarmack. Bleibt mit dem Konvoi auf Abstand. Ach, Delta, ich wollte hier noch ein paar Runden drehen. Und Vorsicht, Corporal, Sie sind schneller, als Sie aussehen. Delta Ende. Okay, gehen wir weiter. Gefühlt schon viel mehr gefunden als beim vierten Teil. Sehr schön. Jetzt können wir wieder was aufrüsten. Kann ja mal kurz schauen, aber... Kann ich hier eigentlich was auswählen oder geht es dann so nach und nach? Ich weiß nicht, wie lange der dann braucht, bis der kaputt ist. Wir warten erstmal, bevor wir jetzt irgendwas vergeuden. Ein Konvoi! Ja, scheint Lizzie zu sein, so schnell wie der ist. Sie ist unsere beste Fahrerin. Das Problem dabei ist, sie weiß es. Na? Alle zurückbleiben! Sie kommen! Feuer einstellen, Private! Wir sind Gears! Mist, tut mir leid, Lieutenant. Ist nicht schlimm. Was machst du hier? Wir haben unsere Dibis verloren und uns hier mit Zivilisten verschanzt. Lizzie, Delta braucht eine Eskorte für Zivilisten. Sektor 8, Wohnkomplex. Verstanden, Delta. Ich drehe ab. Danke dafür, Lieutenant. Kein Ding, Private. Los, Delta. Oh. Wie viel haben wir jetzt?
6. Krass. Was war hier nochmal das zweite? Ach so, selbst Wiederbelebung. Hi. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Sir. Entschuldigen Sie den irrtümlichen Beschuss, Lieutenant. Kein Ding. Kommt ihr uns abzuholen? Nein, aber ein Konvoi ist auf dem Weg. Da war dieser Dieb. Es war schrecklich. Vorsicht da draußen. Roger. Auf geht's, Delta. Heilige Scheiße. Ist das Orgasmus-Code? Keine Ahnung, ob ich das bin. Liegt sonst noch was rum? Ein Home-Trainer, da ist ein Bild. Komme ich da irgendwie hin? Leuchtet es? Ich glaube nicht. Oh, da hinten ist noch was. Sehr schön. Haben wir 7 Stück? Sie haben so schnell angegriffen. Hat es ja gelohnt, hier rumzugehen. Oh. Ob hier oben was ist. Räumt die Straße, Delta. Wir stecken sonst hier fest. Okay, ihr habt sie gehört. An die Arbeit. Unterlassen Sie das. Bert, wir helfen dem festgefahrenen Konvoi. Brauchen vielleicht Verstärkung. Roger, Delta. Ich leite den Konvoi in eure Richtung um. Phoenix, zum letzten Mal. Ich bin hier der ranghöchste Offizier. Was bedeutet, dass ich Verstärkung rufe? Oh. Ja, Sir. Ich werde das regeln. Granate! Hi Leute. Guck mal, ob hier noch was rumliegt. Nicht, dass wir irgendwas liegen lassen. Das ist also der Schwarm, hä? Beeindruckt mich jetzt nicht. Abziehen! Schatze, Achtung! JD, dein Konvoi ist da. Was brauchst du? Oh, warte, ah, sehr gut. Schützer, sichert diese Straße. Wir können keine Zivilisten in die Wagen laden, wenn wir keine mehr haben. Auch weg? Noch was? Jack, Blitz benutzen! Der hat eine große Waffe da in der Hand. Oh. Was war das jetzt? Ach, Scharfschützer. Wir gucken noch mal ganz kurz hier in das Gebäude rein, ob hier irgendwas gibt, was wir brauchen. Ich lasse das mal hier liegen. Ist ziemlich groß und unhandlich. Und deswegen
machen wir das Ganze so. Scharfschützengewehr. Noch ein anderes, glaube ich. Loch. Oh, da ist nichts. Na gut, können wir wieder runtergehen. Noch die eine Waffe mitnehmen. Ansonsten. Hey, die Straße ist frei, das Dach aber nicht. Da ist ein Springer. Oh oh. Dann geht in Deckung und achtet auf die Stacheln. Geht doch bitte nicht so schnell. Läuft. Okay, recht herzlichen Dank. So. Guck mal rüber. Wohin eigentlich? Halt, Munition. Ja, ich muss nur dieser scheiß Rostlaube zu... Delta, Karmans Trupp wurde überrannt. Er verschanzt sich mit Zivilisten im Turm. Sie werden nicht lange durchhalten, also beeilt euch! Na dann auf! Sie brauchen euch in der Zentrale. Los! Du musst durch den Park. Das Tor befindet sich bei der Treppe. Hab ich doch schon. Bewegung! Na, was kommt hier? Da. Genug Tränchen verdrückt. Hör mal, du hast vielleicht kein Problem, auf Unschuldige zu schießen, ich aber schon. Unschuldig, ha? Unschuldig. Leute, die Brandsätze werfen, sind unschuldig. Gut zu wissen. Alle beide, hört auf damit. Wartet. Ich hab davon gehört. Das wart ihr drei? Nicht drei. Einer von uns hat seine DBs unter Kontrolle gehalten. Was ist denn passiert? Wir haben Aufständische identifiziert und eliminiert. Nein, du hast das Feuer auf Demonstranten eröffnet. In jeder Herde wird mal aussortiert. Ich weiß, wen ich hier aussortieren würde. So. Was passiert ist, ist passiert. Konzentrieren wir uns lieber auf die Evakuierung. Verdammt, du hast recht. Da vorne ist der Hub. Scheiße, Carmine hat definitiv Probleme. Hm. Sieht aus, als müssten wir auf die andere Seite. Ah, da ist eins. Mal schauen, andere Seite. Das uns holen später. Hi Jungs. Verdammt, der Schwarm greift auch unsere Kondors an. Ja, der ist sicher wegen dem verdammten Swarmic abgestürzt. Jeder Kondor, den wir verlieren, bedeutet weniger Verstärkung. Geht doch mal bitte weg oder läuft weiter. Mensch, steht voll im Weg.
Hier geht's durch. Oh shit, ein Herrscher. Wenn der in den Hub gelangt, hat Carmine ein echtes Problem. Los! Hey, laufen! Schaltet sie aus! Sag nur ein! Diese Bomber müssen weg! Noch was hier? Irgendwas? Ihr macht das schon, Jungs. Das war die letzte. Delta, wie viel haben wir denn eigentlich? 9. 9 von 16. Phoenix, ich hab nur noch einen Satz, Divis. Wo zum Teufel bist du? Durchhalten, Sarge. Wir sind fast da. Scheint, das könnten Carmines Divis immer noch kämpfen. Los! Okay, Carmine ist mit den Zivilisten in diesem Turm. Zeigen wir diesen Divis, wie das geht. Säubert den Platz! Nicht jetzt! Scheiße, sie sind überall! Sie haben den Turm! Nimm das! Nicht nachlassen! Nein, um keinen weiter. Nein! Mal gucken, ob wir es finden. Ist natürlich gerade, ja, ein bisschen feige. Komme ich hierher? Ich glaube schon. Ach, die rennen weiter. Muss ich mal zurückrennen. Mal mitmachen ein bisschen. Was? Gute Arbeit, Delta. Das war's. Carmine, Platz gesichert. Danke, Delta, aber da kommen noch mehr Feinde zu euch. Hey, unser Nachschub ist immer noch da draußen. Also guckt mal, was ihr mit Bairns neuen Lancern anstellen könnt. Roger, kümmert ihr euch um die Zivilisten. Wir kümmern uns um den Rest. Oh, was haben wir da? Oh, Granatlancer. Wo zum Teufel nimmt Bird die Zeit her? Hier, ran an die Buletten. Das sollte reichen. Da kommen sie! Okay, Delta, knallen wir sie ab! Wo kommen die? Oh, scheiße! Ein Feind!
Turm! Scheiße, sind das viele! Ich habe noch ein paar Kondors übrig. Welche Verstärkung brauchst du? Schick uns Hürden! Alles klar, sind unterwegs! Großartig. Die Jet Blitz benutzen! Nein! Ich wollte nur sagen, dass ich sie und zwei wirklich hasse! Versucht ihr den Code Red zu stoppen? Daraus wird nichts! Noch was da? Okay. Und günstig? Alle weg. Sie greifen uns von rechts an. Oh, er steht doch links. Irgendwer muss an den Turm. Sehr schön, Munition haben wir ganz gut viel aufgefüllt. Nee, brauchen wir nicht. Müssen wir mal nach rechts. So. Fügen Sie sich. Oh, das war gut. Noch was? Unterlassen Sie das. Ach, halt. War nicht ich das? Ergeben Sie sich der Chor. Wo? Stören Sie nicht den Frieden. Oh, Scheiße! Noch einer! Wo springt dir was rum? Nein!
Jetzt ist er wieder bei uns. Kurz weggehen. Stören Sie nicht den Frieden. Wo ist er denn wieder? Entschuldigung. Hey, was ist denn mit dem Herrscher passiert, dem wir gefolgt sind? Das musste ja passieren! Zurück! Schieß von weiter weg! Ja, das Ding verschwingt sich nicht! Halt vielleicht! Oh, was für eine riesige Scheusal! Jack, Blitz benutzen! Ach, doch keine Munition mehr. Oh, das war kaputt. Na toll. Carmine, der Platz ist sicher. Evakuierung fortsetzen. Verstanden, Delta. Wir kommen raus. Na schön, evakuierte herhören. Im Laufschritt zu den Minotaurs. Keine persönlichen Sachen, kein Gepäck. Hey, bist du taub? Keine persönlichen Sachen. Carmine. Mann, Sie haben heute eine Menge Leben gerettet, Sarge. Haha, der Madenkiller ist zurück, Baby. Madenkiller, Schwarmkiller, egal. Gerettet von meinen Ex-Schülern. Onkel Clay! Und jetzt muss ich wieder hoch. Hab mir Sorgen gemacht, hast dich nicht gemeldet. Der Funk war tot. Und die da haben mir aus der Klemme geholfen. Ich schulde dir noch mehr, Phoenix. Oh. Was jetzt? Zack. Feuer frei! Runter! Was zur Hölle? Oh, Scheiße! Schnell, lauf! Hab's abgehängt. Delta, ich werde für die Evakuierung aufsetzen. Nein, nein, weg hier! Das ist nicht sicher! Habt ihr es geschafft? Nein. Shit, Raven getroffen! Auf zur Absturzstelle! So, meine Freunde. Und damit machen wir erst an dieser Stelle wieder Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr es gerne kommentieren, abonnieren und ganz viele Däumchen hinterlassen. Und vor allem das nächste Mal wieder einschalten. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bye.